Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren ACC Liga Racing Video. Und diesmal geht's los mit der Husa GT Masters, mit quasi Rennen 1 mit der, in der Serie, in der Season 2 so herum. Und entsprechend sind wir auf Barcelona, auf Katalonien unterwegs. Und bevor wir jetzt gleich ins Rennen einsteigen, wollte ich noch ein paar Sachen zum Drumherum loswerden. Es gibt ein paar Dinge, die ich da gerne loswerden wollen würde. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr gerne vorskippen. Ich packe euch da Kapitel entsprechend direkt zum Quali und zum Rennen ins Video unten drunter. So viel dazu. Ja. Es gab im Vorfeld ein paar Unklarheiten bzw. ein paar Themen, die leider aufgekommen sind und somit ist aktuell auch nicht klar, wie es weitergeht mit der Serie, denn unter anderem der liebe Crashdingens, der Toni, ist da mitbeteiligt an der Serie, kümmert sich darum, hat das Regelwerk auch online gestellt, sich auch um die Auslosung gekümmert von den Strecken und so Zeugs und leider zum Regelwerk und auch drumherum gab es ein paar kritische Stimmen, die ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Da gab es ein paar Leute, die da sehr, ja, drauf eingedroschen haben, sage ich mal in die Richtung, die entsprechend auch gemeint haben, ja, die Regel passt nicht und die Regel passt nicht und hin und her. Man darf nicht ganz vergessen an der Stelle oder sollte bedenken, dass entsprechend die Leute, die dahinter sitzen, das Ganze natürlich einfach freiwillig in ihrer Freizeit machen, entsprechend kein Geld dafür kassieren und ähnliches. Bei einer LFM schaut das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da ist das Ganze auch mit dem Patreon im Hintergrund ein bisschen abgesichert. Ich weiß nicht, wie da die Leute einzeln natürlich Geld bekommen, aber die Organisation wird da sicher auch davon Geld bekommen und entsprechend Sachen finanzieren. Das heißt, die Leute dahinter finanzieren das Ganze natürlich selbst bzw. kümmern sich da auch selbst darum. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man mich da hinstellt und auf die Arbeit mit dem Finger zeigt und sagt, ja, das hast du, danke, dass du das gemacht hast, aber eigentlich würde ich es anders machen, weil es ist nicht gut genug. Das ist halt leider ein bisschen schade und ich finde es auch schade, die Punkte, die angesprochen wurden, ich meine, Kritik entsprechend, die konstruktive Kritik macht durchaus Sinn, aber halt gewisse Dinge machen da einfach keinen Sinn, da so drauf rumzureiten, wenn man da wirklich so auf die spezifischen Regeln so drauf hinpocht, dass das hin und her... Ja, einfach schade ist auch. Und es gab da ein paar andere Dinge, zum Beispiel, dass das Qualifying den Leuten zu lang war, dass die Leute sich beschwert haben, dass nur 1,5 Minuten zwischen Quali und Rennen ist, was früher mal 5 Minuten waren, was wieder zu lang war. Also es gab da sehr viel Kritik, die auch teilweise einfach nicht nachvollziehbar ist und sehr, ja, auch wehtut, sage ich mal. Wenn du der Organisator von sowas bist, wenn du dich darum kümmerst, dass da eine Serie entsteht, dass Leute sparsam entertained werden. Das Ganze auch eben, der liebe Crash überträgt das Ganze auch auf Twitch, kommentiert da live mit. Ich packe euch da auch gerne die Links unten rein, falls ihr euch das anschauen wollt. Und ich finde es sehr schade, dass man da so ein bisschen, ja, so auf den Finger auf die Leute zeigt und irgendwie mit nichts zufrieden ist. Und das finde ich sehr schade auch eben und sehr unfair auch gegenüber den Leuten, die da wirklich Zeit und ja, einfach Herzblut auch reinstecken irgendwie in das Thema und dass das Ganze dann so zerrissen wird. Finde ich sehr, sehr unfair und sehr, sehr schade auch, wie ich finde. Deswegen, ich verstehe auch, dass entsprechend die Leute dahinter dann da wenig Bock drauf haben. Ich hoffe, das ändert sich noch und das Ganze ist nicht vorbei, weil ich habe, wie gesagt, sehr Spaß dran. Es macht auf jeden Fall Fun und es ist auch gut, wenn da viele Leute mitfahren. Wir sind dann Feld mit unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Skill-Leveln. Leider die Rookie-Serie habe ich dann nicht teilgenommen am Sonntag. Auch sorry da an den Mario, der da entsprechend kommentiert hat, gemeint hat, er freut sich, dass ich da mitfahre. Ich habe mich da sehr kurzfristig dagegen entschieden, einfach weil mir das ein bisschen auf die Nerven ging alles. Es waren dann am Schluss, glaube ich, 4 Fahrer, die mitgefahren sind, was einfach zu wenig war. Es gab da auch im Vorfeld viel Diskussion wegen der Rennlänge. Da sind ein paar Kommentare gefallen im Discord, die ich persönlich auch nicht gut fand. Auch seitens so quasi der Organisation in die Richtung. Fand ich leider ein bisschen ja, unfair, auch den Leuten gegenüber, die da vielleicht eben nicht so viel Bock drauf haben, die eben sagen, okay, hey, ich bin Anfänger, ich möchte ein bisschen kürzer fahren und die da einfach so hinzustellen, als würden sie es nicht versuchen und ähnliches, fand ich ein bisschen schade und ein bisschen unfair auch den Leuten gegenüber. Und man verscheucht halt somit auch die Leute so ein bisschen, dass sie da mitfahren wollen. Und am Schluss waren es eben 4 Fahrer, deswegen habe ich dann beschlossen, weißt du was, lass gut sein. Ich habe da alleine rumfahren quasi und meine Zeiten üben kann ich auch so, weil ich möchte natürlich Zweikampf üben, deswegen fahre ich auch die LFM-Rennen, wo viele Leute dabei sind, wo ein kurzes Rennen ist, wo die Splits sehr nah beieinander sind von den Zeiten. Und da entsprechend auch den Zweikampf zu üben und das geht halt in so einem Rennen nicht wirklich, weil wenn du Pech hast, fährst du das ganze Rennen alleine und wie gesagt, dann brauche ich keine 60 Minuten Rennen fahren. Das macht nicht so viel Sinn in meinen Augen, weil natürlich das Drumherum zum Racing dazugehört. Alles in allem sehr, sehr schade, weil ich es eben cool gefunden habe, diese Liga bisher, auch die erste Season cool gefunden habe und fand es schade, dass da entsprechend dem Ganzen nicht so viel Respekt gezollt wurde. Und ja, damit lasse ich es auch gut sein in meinem Kommentar. Ich hoffe, dass das Ganze irgendwie weitergeht, dass die Leute da auch irgendwie vielleicht ihren Frieden finden mit dem Thema. Ich finde es, wie gesagt, schade einfach, wenn da Leute, die ihre Zeit da reinstecken, die ihre Energie da reinstecken, einfach das nicht belohnt wird und das Ganze hingestellt wird, das hätten sie keine Ahnung. Ja, aber so viel dazu zum Vorkommentar. War lang genug. Sorry fürs lange Intro, aber das wollte ich einfach loswerden. Ich würde sagen, starten wir rein. So.
So, und bevor wir jetzt ins Qualifying einsteigen, nochmal hier die Übersicht. Das wären die Rennen gewesen, an denen wir offiziell teilnehmen, sage ich mal in die Richtung. Also Barcelona als erstes hier, da habe ich mich mit drauf gefreut. War für mich auch ein bisschen stressig die Woche, weil ich entsprechend ja Silverstone auch lernen wollte. Und für die LFM und jetzt entsprechend auch Barcelona. Also würde ich sagen, einmal raus auf die Strecke. Ins Qualifying rein, 30 Minuten Qualifying, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen zu lang ist. Wie gesagt, schauen wir mal, ob sich was ändert, beziehungsweise ob da noch was passieren wird. Aber soweit, wie gesagt, ich finde es cool, dass es diese Liga gibt und würde es halt schade finden, wenn es entsprechend, ja, stirbt. So, dann schauen wir, 46.1 war so die erste Bestzeit, die ich gemacht habe. Das ging aber ein bisschen schneller und das zeige ich euch jetzt hier. Einmal aus der letzten Kurve raus, möglichst viel Geschwindigkeit natürlich mitnehmen, aus der letzten Schikane auch. Und einmal über Start und Ziel. Ich sehe zwar 1,46, niedrige 1,46er Zeiten waren so das Beste, was ich hinbekommen habe. Mal schauen, ob es besser wird in diesem Video. Einmal kurz vorm 100er Schild, einmal fett auf die Bremsen, dann hier möglichst nach innen rein und wieder raus beschleunigen. Hier jetzt verschauen, nicht zu viel übersteuern. Ihr seht auch schon 2 Zehntel gewonnen über der besten Runde. Hier einmal reinfallen lassen, sozusagen, und dann ja, so ein bisschen warten, bis man quasi um die Ecke ist, um entsprechend Gas zu geben. Hier bei einem letzten weißen Strich reinbremsen, ein bisschen Trailbreaking versuchen. Ist mir nicht immer so gelungen, muss ich sagen. Und dann entsprechend hier raus beschleunigen wieder. Hier ist ein bisschen tricky, auch weil man nicht weiß, wo genau bremse ich jetzt. Und da kann man sich auch viel Zeit noch gewinnen. Und hier möglichst gut rausgehen. Die Traktionskontrolle greift hier auch gut. Dann fahren wir hier einmal am Anfang des Curbs reinbremsen, sich so ein bisschen reinziehen lassen und dann möglichst gerade raus beschleunigen. Das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, geht wesentlich besser und da gibt es auch viele Leute, die das beweisen, dass es besser geht. Hier auch, der Wagen wollte nicht immer so rum, wie ich möchte. Man hat es auch gesehen, ich bin da schon, habe dann einen weiten Weg gehabt, irgendwie auch spät aufs Gas. Hier kurz vom 100er Schuld bremsen, möglichst da rein und versuchen früh wieder aufs Gas. Ah, geht alles besser. Also ihr seht, 5 Zehntel rauf mit der Zeit, aber es würde besser gehen. Hier ist auch schwierig, wann geht man aufs Gas? Man muss da echt lang warten, bis man rum ist. Und ihr seht auch, wie die Traktionskontrolle hier wirkt. Ja, man hier, ja, die Kurve habe ich auch nicht wirklich gut genommen. Die Schikane ist wichtig, die gut zu erwischen. Also einmal hier und dann möglichst früh rausbeschleunigen. Das wäre wesentlich früher, dass ich aufs Gas gehen könnte. Ihr seht auch, wie ich hier Zeit verliere. Das war ein Zehntel insgesamt, weil du noch wenig Geschwindigkeit auf die Garde mitnimmst natürlich. Und somit eine 1,45,7. Das war meine tatsächlich beste Zeit überhaupt, die ich jemals hinbekommen habe. Ich habe es dann nochmal versucht im weiteren Outing, aber ihr seht, 2 Minuten auf der Zeit, auf der Uhr noch. Es wäre sich einfach tatsächlich nicht ausgegangen. Wenn ihr schaut, auch nochmal zeitmäßig, leider ungültig, aber eigentlich auch zeitgleich nochmal. Also ich habe es nochmal hinbekommen, nochmal so eine Zeit zu fahren. Aber leider hat es einfach nicht gereicht. Ich dachte, eine Runde habe ich noch. Komm, gib ihm, das geht sich vielleicht noch aus. Wäre wahrscheinlich noch eine Zeit drin, eine Runde drin gewesen, aber ja. Damit dann in der ersten Kurve verbremst, das war auch so. Erste Kurve war immer so ein Thema. Und dann breche ich hier einfach ab, weil ich sage, jo, zahlt sich irgendwie nicht aus, da weiterzufahren. Ist jetzt Platz 9. Ja, besser hat es einfach nicht gereicht. Auch die Zeit, wenn ihr schaut, die ersten sind sowieso in einer anderen Welt. Die ersten waren sowieso in einer anderen Welt, also starten wir hier auf Platz 9. Und ich dachte, ich probiere mal ein bisschen was Neues. Wir schauen das Ganze heute aus der Übertragungsperspektive an, weil ich glaube, das sieht man auch ein bisschen mehr, als wenn man mir im Cockpit zuschaut. Können wir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das jetzt gut findet oder schlecht findet. Aus irgendeinem Grund wollte bei Steini auch die Livery jetzt einfach nicht mehr laden. Deswegen der Aston hinter mir sozusagen, ja leider ohne Livery. Der hat eigentlich diese Löschstich-Livery drauf. Weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert hat. Fahren wir hier los. Hier Bolvron ist entsprechend im Bentleys stehen geblieben. Wir hatten nur eine Zeit von 1,5 Minuten. Ich glaube, manche Leute haben damit nicht gerechnet. Ich meine, ich habe kein Problem damit gesehen, weil ich hab's gesehen und war mir dann sicher, okay, passt, das geht sich aus. Aber er hat das ein bisschen, ja, verkackt, den Start. Ich sehe, dass hinten der Bentley steht immer noch. Werden wir hier um die Schikane rumgehen, einmal um die letzte Kurve. Das Feld gut aufgestellt, wie gesagt, Platz 9, da können wir auf jeden Fall besser, oder hoffe ich, dass ich besser kann zumindest, aber es waren halt wirklich schnelle Leute vorne dabei, gegen die ich halt einfach nicht ankommen konnte. Und dann sieht man den Bentley, wie er herankommt und wesentlich zu schnell dran ist, was einfach dazu führt, dass er eine Drive-Thru-Penalty dafür bekommen hat, weil er einfach die Geschwindigkeit wesentlich überschritten hat. Man darf so nur 70 fahren. Und dann geht's hier los über die Start und Ziel. Wir gehen rein in die erste Kurve. Natürlich ein harter Bremspunkt. Durchaus mit so vielen Fahrzeugen links, rechts, überall. Immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, das habe ich aber ganz gut gemacht. Auch die meisten hier. Gab ein paar kleine Berührungen hier und da. Hier gab es eine Berührung zwischen Stefan und mir. Keine Ahnung, dass es eigentlich genau zustande gekommen ist. Aber es ist nichts passiert weiter. So ein kleines bisschen Contact. Da darf er dabei sein bei GT Sport. Door-to-Door-Battle, so in die Richtung. Dadurch schon mal
ja, gut weggekommen, würde ich sagen. Mal zur Abwechslung den Start nicht komplett verkackt. Ich glaube, auf Platz 7 vor, also entsprechend 2 Plätze gewonnen. Vielleicht, was ich noch als Anmerkung mitnehmen könnte, könnte mir auch gerne schreiben, dass man entsprechend noch die Position einblendet, also diese Anzeige links. Das hätte ich vielleicht noch machen können. Fällt mir gerade so auf, aber ja, bei einer Stundenwiederholung, wenn du die nochmal aufnehmen willst, das kostet halt einfach sau viel Zeit. Deswegen dachte ich mir, diesmal lassen wir es erstmal. Gerne, wie gesagt, Feedback da lassen. Ob euch das gefällt, ob ihr sagt, lieber Cockpit-Perspektive ist euch lieber, dann können wir es auch gerne wieder ändern. Ich wollte einfach nur ein bisschen ausprobieren. Hier ein bisschen weit gegangen über Track Limits, aber alles ohne Warning und ähnliches, also ging alles gut. Hier das Feld staucht sich auch nochmal zusammen, das ist auch so eine Kurve, Turn 10 glaube ich ist das, die ich einfach nicht hinkriege. Man sieht auch hier sehr weit vom Scheitelpunkt weg. Die habe ich einfach irgendwie den Bremspunkt nicht richtig erwischt. Keine Ahnung, woran es genau lag, aber es ging einfach nicht. So auch Turn 1 habe ich mir immer Schwierigkeiten gehabt, das werden wir auch noch ein paar Mal sehen, leider für mich. Dass ich da Schwierigkeiten habe, wenn Stefan hinter mir ganz knapp dran ist, auch Pascal hinter mir sehr knapp dran ist mit dem Porsche, der glaube ich auf 14 oder 13 oder sowas gestartet ist, also sich gut nach vorne gekämpft hat, jetzt schon, auch natürlich anhand von Fehlern von anderen Leuten, klarerweise da vorne der Lambo, der vor uns fährt, dahinter auch das Feld noch aktuell relativ gut benannt, würde ich sagen, also dass der Abstand nicht so groß. Wir sind ja doch da ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr schnell sind. Die ersten sind wirklich flott unterwegs, muss man sagen. Und da, ja, Lambo weit, auch Porsche, da sehen wir seitlich noch, der war weit. Das schauen wir uns gleich noch im Replay an. Was da passiert ist, aber wir schauen uns erstmal die Start-Action anschauen, sozusagen die ersten zwei Runden aus der Kamera, aus der Heli-Perspektive, die ich eigentlich ganz cool finde. Also vielleicht macht auch die mehr Sinn als die normale Wiederholungskamera. Aber wisst ihr, wenn ich das jetzt aus mehreren Perspektiven aufnehme, es gibt ja drei solche Cams, sage ich mal in die Richtung, muss ich da drei Stunden Video aufnehmen, während hier Stefan versucht, an mir vorbeizugehen, hinten er hat echt schöne Livery auf dem BMW, muss ich sagen, die gefällt mir richtig gut. Auch natürlich die Chum Racing Livery von Aufgemotzt immer gut, da haben wir auch ein paar andere im Feld mit der Livery, weil das doch gut besetzt ist, würde ich sagen, weil, ja, da einige mitfahren. Was ganz geil ist, auch grundsätzlich. Also deswegen sage ich, es sind da unterschiedliche Pace, Leute mit unterschiedlichen Paces dabei, was ich sehr, sehr schade finde halt einfach. Deswegen, also was ich sehr, sehr gut finde irgendwie. Aber halt, man merkt halt, während ich hier weit gehe und mich Stefan innen überholen kann, ja, das habe ich einfach schön verkackt. Aber diese Kurve habe ich einfach nicht richtig hinbekommen. Keine Ahnung, wieso. Ja, während der Porsche sich hier einmal dreht, das war einer von den Frontrunnern, glaube ich, der sich hier einmal eingedreht hat. Also eigentlich ein schneller... Während da hinten, ich glaube, Steini und Max kämpfen, also der Aston und der Ferrari hinten, während auch der Lambo hier weit gegangen ist, entsprechend dann sich zurückkämpfen musste auf die Strecke, was zu einer interessanten Position führt. Ich wusste nicht ganz wohin, der Porsche hinter mir auch nicht und wir gehen dann zu dritt quasi über Stadt und Ziel, der Lambo in der Mitte. Also es war ein interessanter Ding. Man sieht auch, wie der Lambo irgendwie mit Höchstgeschwindigkeit nicht ganz klar kommt, weil sowohl der Porsche als auch ich waren hier wesentlich schneller. Und erste Kurve rein, ich verkack's ein bisschen leider zu spät auf der Bremse, ich sage, diese Kurve hat mich hinbekommen, geht dann sehr, sehr weit innen. Der Lambo fährt mir fast ins Heck, dann fährt hier Steini und entsprechend auch Max noch an mir vorbei. Also direkt in einer Kurve sozusagen mehr oder minder 4 Positionen verloren. Das tat echt weh. Also ich meine, der Lambo war vorher schon vorne so gesehen, aber trotzdem, es sind halt 3 Leute jetzt an mir vorbei. Was echt ein bisschen weh getan hat, weil ich einfach ein bisschen es einfach nicht gehalten habe sozusagen die Position. Hinter mir auch, ich weiß nicht, wer das jetzt war, ob ich glaube Delfin war das auch hier verkackt, schön verkackt, diese Kurve zu weit innen, übersteuern beim Rausbeschleunigen, der Lambo geht an mir vorbei, das war einer von den Unfallopfern von der zweiten Runde, so, außen schön an mir vorbei, also das hat er wirklich gut gemacht, muss ich sagen, war ein schöner Move, der wollte natürlich aufholen, weil der war wesentlich schneller und es bringt auch nichts zu fighten, so wirklich, weil ich halt einfach weiß, der ist schneller als ich. An dem kann man nichts ändern, sozusagen. Und jetzt schauen wir uns die erste Kurve nochmal an. Hier der Porsche, ich weiß nicht, der Porsche hat halt null Platz gelassen. Zuerst dem Lambo und dann, glaube ich, dem Ferrari, was das drüben war oder so. Wir sehen das ganze Manöver nochmal. Er bremst hier rein ein bisschen zu spät. Das heißt, er geht schon ein bisschen sehr weit hier und lässt dem Lambo dann aber null Platz auf der Strecke. Auch der Ferrari, den übersieht er einfach. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich weiß nicht, den Ferrari hat er einfach nicht gesehen, muss man sagen. Also das war, er war schnell, aber Übersicht hatte irgendwie scheinbar keine. Hier dreht er sich einmal weg, der Nummer Porsche Nummer 261, was echt dumm, blöd war für ihn leider. Aber ja, so ist das. Und hier auch nochmal der
der Kampf von vorher, oder beziehungsweise das von vorher, wodurch der Kampf entstanden ist, quasi in Runde 1 rein. Hier einmal weggedreht. Also, ich weiß nicht, ob der Lambo dürfte da scheinbar der Bremse nicht so gut sein oder halt da gerne sowas passieren. Oder falsch eingestellt sein, keine Ahnung. Mit dem Essen, muss ich sagen, zum Glück habe ich das Problem nicht. Und ihr seht hier, ich komme hier gut raus. Wusste erstmal nicht, komme ich da noch links vorbei oder nicht. Er hat aber gut Platz gelassen. Und dann seht ihr, wie hier sowohl der Porsche als auch ich quasi höchstgeschwindigkeitsmäßig an ihm vorbeiziehen. Und er sich quasi dahinter einreihen muss. War natürlich ärgerlich. Ich bremse, wie gesagt, eine Spur zu spät, wodurch ich dann hier sehr weit werde. Und dachte, okay, weißt du was, ich... Achso, ja, sieht man jetzt nicht mehr. Egal, aber ja, ihr habt es vorher gesehen. Ich wollte natürlich entsprechend Abstand lassen. Und ein bisschen später sehen wir hier, ja, die Gruppe vor mir. Max macht dann einen kleinen Fehler, wodurch ich dann quasi schön neben ihm komme wieder. Runter auf die lange Gerade zu Turn 1 rennt. Beide in der Chum Racing Livery. Quasi mehr oder minder Teammates. Mehr oder minder halt. Sagen wir mal so, wir fahren fürs gleiche Team mehr oder minder halt. Und ja, bin dann ihm vorbeigegangen. Hier diesmal nicht verbremst, aber werden wir noch ein paar Mal sehen. Im späteren Verlauf habe ich mich dann ein paar Mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, entweder nicht hart genug auf die Bremse gestiegen oder ja, einfach zu spät gebremst, dass ich ja irgendwie mit dem Sprit nicht ganz klar kam. Ist mir ein paar Mal passiert, wie gesagt, Setup-mäßig, es wäre wahrscheinlich noch extrem viel möglich mit dem Auto. Aber ich habe es halt einfach nicht so hinbekommen, wie ich gerne würde. So ist es nun mal, aber deswegen bin ich auch noch Anfänger. Ich fahre ja erst seit 3 Monaten, muss man auch dazu sagen. So ungefähr, habe ich es jetzt ausgerechnet. Mitte Februar habe ich angefangen mit dem ganzen Sim-Racing-Quatsch. Und für das ist es ganz okay, würde ich sagen. Also könnte man durchaus schlechter sein, wenn ich da so rund um mich schaue. Und wie gesagt, das Ziel war natürlich, möglichst nah dran zu bleiben, Max hinter mir zu halten im Ferrari, auch den anderen Ferrari hinter mir zu halten. Irgendwie einfach versuchen, nicht noch mehr Boden zu verlieren, weil es war halt dann doch schon ein bisschen bitter, wie viel ich da jetzt verloren habe unterm Strich. Wir sehen hier, diesmal die Kurve besser bekommen, dann gab es hier einen Crash, wodurch hier zwei Autos gestanden sind, auch der, sehen wir das Ganze nochmal aus meiner Perspektive, der Steini, der dann involviert war, aber auch die zwei Lambos, die hier involviert waren. Leider irgendwie ein komischer Move, also man sieht das hier nochmal von Sören seiner Perspektive, der hier einfach abgeräumt wird so ein bisschen. Ich... Ja, weiß aber auch nicht ganz, wo der andere Lambo hier hin wollte. Lukas Freund, also entsprechend. Der hat da ein bisschen überambitioniert, sag ich mal, versucht. Und Steini blieb dann einfach quasi stecken. Echt ein bisschen ärgerlich, muss man sagen. Aber gut, ich profitiere. Ich sage natürlich nicht nein zu sowas. Dann verbremse ich mich hier eine Runde später, glaube ich, war das. Und entsprechend kommt der Max wieder an mir vorbei. Mit dem Ferrari in, wie gesagt, Chum Racing Livery genauso. Also hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne will. Aber ja, ihr seht auch hier wieder weit gegangen, wieder quasi innen drüber über diese Curbs abzukürzen. Dann geht auch entsprechend hier, beziehungsweise noch nicht, aber dann kommt auf jeden Fall der Pascal im Porsche wieder wesentlich näher an mich ran. Möchte natürlich vorbei. Der möchte natürlich vorbei. Und mit dem habe ich mir am Schluss noch ein gutes Battle geliefert. Also da hatten wir eine ähnliche Pace, würde ich sagen. Auch ähnlich oft Fehler gemacht, aber das gehört halt dazu, wenn man so ein bisschen raced. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil zumindest da, wie gesagt, das ist eben so ein Ding. Während hier Stefan einen Fehler gemacht hat, ein paar Runden später mit dem BMW. Wie gesagt, eine geile Livery nach wie vor. Muss ich einfach sagen. Hat einen kleinen Fehler gemacht, wurde ein bisschen weit. Dadurch bin ich wieder nie an den Rand gekommen. Platz 7 zu dem Zeitpunkt, wobei ein paar Leute, glaube ich, schon in der Box waren, mich alles täuscht. Also ich glaube, der Porsche, der sich gedreht hat, war schon in der Box zu dem Zeitpunkt. Und für mich war einfach irgendwie dranbleiben oder zumindest auch vorbeikommen, wenn es geht natürlich, aber dranbleiben wäre halt wichtig erstmal. Weil, ja, man möchte natürlich vorbeikommen, muss natürlich irgendwie nach vorne kommen. Und so ein bisschen Zweikämpfe üben und so, das ist eine wichtige Sache auch, weil wie verhältst du dich im Zweikampf und so, deswegen würde ich eben gerne fahren, deswegen fahre ich auch eben gerne, während wir hier nochmal gegen Stefan battlen, sozusagen. Und entsprechend versuchen, irgendwie vorbeizukommen. Oder näher zu kommen zumindest. Aber auch irgendwie vorbei, auf jeden Fall. Aber deswegen würde ich auch eben, deswegen hätte ich noch eine Rookie-Liga cool gefunden, weil ich mich doch irgendwie als Rookie sehe. Weil ich doch zu viele Fehler mache und so Zeugs. Und da hätte ich mich schon gesehen. Und deswegen fahre ich jetzt auch eben LFM, weil da die Gruppen sehr nah beieinander sind. Und entsprechend sich da immer Situationen ergeben. Während hier... wir Steini am Überrunden sind, der hier einen kleinen Fehler macht und dann entsprechend ausweicht, sozusagen mehr oder minder ins Kiesbett. Der war schon in der Box, deswegen haben wir ihn überrundet.
Natürlich auch vorher in den Ding involviert. Und hier dreht sich Stefan einmal weg. Ist leider ein Ding, dass da kann man schon mal Übersteuern bekommen. Was natürlich sehr ärgerlich ist für ihn, aber für mich natürlich von Vorteil, weil ich gewinne den Platz. Sage ich natürlich nicht nein auf Platz, ich glaube 6 vor ist es jetzt dann. Wenn ich hier vielleicht eine Spur weit gegangen bin. Aber ja, auch Max immer noch in Reichweite, aber halt, er hat dann doch ein bisschen mehr Pace gehabt. Dann haben wir da hinten entsprechend den Porsche, der an die Box gefahren ist. Der wird noch wichtig für nachher. Ich glaube, da gab es einen kleinen Cut, das hat ausgesehen, als wäre entsprechend, ja, ihr seht, 31 Minuten, entsprechend kommen wir da zum Pitstop gleich, während eben der Porsche drin war und ich jetzt hier reinfahre in die Pitlane. Und vorher ausgesehen, als wäre der Max einfach verschwunden mit seinem Auto. Ich glaube, das war der Cut einfach gut gesetzt, würde ich sagen. Unabsichtlich aber. Weil ich glaube nicht, dass der einfach verschwunden ist. Der war schon noch da. Und hier aus der Box raus, irgendwie habe ich da mich vertan und habe da nur blaue Flaggen gesehen. Und habe aber nicht gecheckt, dass das der Pascal im Porsche ist. Und dachte, das ist einer von den Ersten oder so, der mich jetzt überrundet. Und bin dann irgendwie kurz vom Gas gegangen. Und habe dann das gecheckt, oh warte mal, das ist ja eigentlich mein Gegner direkt. Habe das komplett verkackt. Und entsprechend, ja, habe ich dann auch die erste Kurve wieder mal schön verkackt. Deswegen, ja, ist der Pascal im Porsche an mir vorbei. Ich glaube Sonnenberg, Pascal Sonnenberg heißt er. War ein nettes Battle, was wir uns geliefert haben. Ich bin ihm echt sehr, sehr lange hinten nachgefahren. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie gut er trotzdem die Pace gehalten hat, wie wenig Fehler auch in dem Sinne, weil ich bin jemand, der, ihr kennt das, wenn ich verfolgt werde, ich mache ab und an echt viele dumme Fehler. Und lustigerweise, er hat ein paar Fehler gemacht und die habe ich dann 1-2 nachgemacht, weshalb ich ihn einfach nicht überholen konnte. Aber ich bin immer gut dran geblieben und das ist halt wichtig einfach. Ich habe jemanden gefunden auf meiner Höhe. Ich dachte eigentlich nochmal, auch Steini wäre so auf dem Level und auch Stonehead, wobei Stonehead entsprechend nicht mitgefahren ist diesmal, aber auch Steini wäre so auf dem Niveau, sage ich mal, in die Richtung. Vielleicht ein bisschen besser, aber der war diesmal ein bisschen schlechter als ich. Ihr seht es auch hier Runden später, wir sind am Überrunden von Matteo, beziehungsweise aufgemotzt vor mir, der ja quasi mehr oder minder unter anderem auch Leader von entsprechend Schum Racing ist und Gründer. Mit irgendwie, glaube ich, mir gemeinsam. Ich weiß nicht ganz, wie ich zu der Ehre komme, aber ich finde es immer cool, so gesehen. Er ist auch der, der die coolen Designs hier macht, den wir hier am Überrunden sind. Beziehungsweise am Überrunden werden, so herum. Der dann auch hier einmal schön Platz macht. Und entsprechend der vor mir der Porsche. Ich könnte natürlich profitieren, beziehungsweise fahren hier schön vorbei. Also behindert niemanden, alles gut erledigt. Bleibt dann auch im restlichen Rennen relativ gut und so dran. Wie gesagt, ich hatte halt gehofft, irgendwo eine Möglichkeit sich zu ergeben, dass ich an ihm noch vorbeikomme. Dann hätte ich noch Platz 5 geholt und nicht Platz 6. Das war natürlich auch ein bisschen das Ziel, hier vorbeizukommen an ihm. Mal schauen, ob das gelingt. Bin wirklich rundenlang bin ich hinter ihm hergefahren und es ergab sich einfach keine Möglichkeit, direkt vorbeizugehen. Es waren halt ein paar Fehler dabei, aber ich hatte auch ein paar Fehler. Und dann war er hier ein bisschen langsam, weshalb ich dann denke, okay, passt, da gehe ich jetzt vorbei. Und dann gibt es hier eine leichte Berührung. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Könnt ihr gerne selber beurteilen, was ihr davon haltet. Ich fand die Aktion jetzt, also ich fand alles okay. Ich sehe jetzt keine Schuld bei mir oder so in die Richtung. Ich sehe das Ganze nochmal aus meiner Perspektive hier einfach. Bin ein bisschen besser auf der Bremse, er hat dann da so einen leichten Übersteuermoment, was einfach mir und dann hier auch nochmal, was mir den besseren Run rausgibt, weshalb ich mich neben ihn setzen kann. Und dachte mir, okay, passt, ich nehme einfach die Innenseite. Und irgendwie wollte er dann aber nach rechts rüber und ich weiß nicht ganz wieso. Also, wir schauen uns das Ganze nochmal aus seiner Perspektive an. Ich weiß nicht ganz, wo er hin wollte, ehrlich gesagt. Ich war halt da und ich meine, ich habe mich natürlich ein bisschen nach außen treiben lassen, weil halt die Kurve nach außen geht. Aber wenn er ein bisschen weiter links geblieben wäre, wäre alles gut gewesen, hätte ich hier natürlich Platz gelassen. Aber deswegen, ja, ergab sich da ein nettes Battle und damit habe ich die Position geholt auf Platz 5. Und jetzt hieß natürlich das Ganze noch 2 Runden, ich glaube, das war die vorletzte Runde, entsprechend zu verteidigen. Und da noch alles gut, kam gut raus, aber wie gesagt, ihr kennt mich, ich werde ein bisschen nervös, wenn mir jemand nachfällt. So knapp. Deswegen Respekt an ihn, echt, dass er das so lang geschafft hat, hinter mir herzufahren, ohne groß Fehler zu machen. Also das fand ich schon durchaus beeindruckend, das ist auch das, wo ich hin möchte auf jeden Fall, dass ich mich nicht irritieren lasse von dem Fahrzeug hinter mir und immer dann gleich in Panik gerate. Und wie gesagt, das hier, Turn 10, glaube ich, ist es entsprechend meine Nemesis-Stelle, unter anderem genauso wie Turn 1. Versuche natürlich hier möglichst früh zu bremsen. Er hat dann auch zwischendurch gemeint im Voice-Chat, warum ich mich nicht mehr verbremse in der ersten Kurve, weil ich dann einfach zu früh gebremst, also früher gebremst habe immer, um das nicht wieder zu verkacken, weil ich wollte halt die Position auch nicht herschenken, beziehungsweise wollte auch nicht auf ihn verlieren vorher beim Fahren. Hier ein bisschen weit schon, was schon Anzeichen war dafür, dass es nicht mehr gut endet und dass ich nervös werde.
Hier reinbremsen auch ein bisschen weit. Ihr seht, wie eher nah an der Innenlinie war am Scheitelpunkt. Ich war extrem weit weg. Und auch hier, da ist einfach blind anbremsen und nicht genau weißt, wo bremse ich jetzt an. Ich habe dann einfach zu spät gebremst, weil ich zu viel wollte, was ihn halt näher gebracht hat. Und natürlich, du kannst hier dann bessere Linie und besser rausbeschleunigen, aber er war halt wirklich sehr, sehr knapp dran an mir. Und das war halt schon so. Und dann auch hier ein bisschen verbremst wieder, was ihm die Möglichkeit gibt, hier besser rauszukommen. Ich wollte natürlich ein bisschen innen abdecken. Jetzt innen probiert, ging halt nicht und hat dann entsprechend außen selber geblieben. Hatte hier aber quasi dann so den Switch ein bisschen gemacht. Und ich wollte einfach innen die Linie nicht geben, damit er sich reinbremsen kann, sondern wollte halt innen abdecken. Vielleicht hätte ich es umgekehrt machen sollen. Hab dann aber trotzdem, obwohl ich früh genug gebremst habe, das irgendwie komplett verkackt bin, hier eine extrem weite Linie gefahren, wodurch er halt ohne Probleme vorbei ist. Vielleicht hätte ich ihn in die Innenlinie lassen sollen, damit ich entsprechend, damit er sich hoffentlich verbremst, aber es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Leider, leider. Aber gut, was soll man denn machen? Und dann geht's auch schon in die letzten Kurven rein. Ich dachte, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Ihr seht knapp dran. Also es war wirklich ein schönes Battle zwischen uns beiden, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, da auch sich einfach so versuchen dran zu bleiben, versuchen irgendwie zu hoffen, dass man vorbeikommt. Auch vielleicht best zu sein von der Pace, aber ich habe es nicht hinbekommen. Er war wirklich gut, war ein wirklich schönes Rennen. Hat mir Spaß gemacht zwischen uns beiden. Also gut, aber auch, wie gesagt, dass ich das geschafft habe, so lange hinter dir zu bleiben. War ziemlich geil. Platz 6 am Ende. Also wir haben drei Plätze gut gemacht. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Natürlich zeitmäßig. Ich glaube, eine 1:46.1 war meine beste Zeit, während halt andere Leute hier 1:45er Zeiten gefahren sind. Also da wäre ich nie im Leben hingekommen. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute das machen. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Aber wie gesagt, das war auch so für einen der ersten Rennen oder das erste Rennen auf dieser Strecke eigentlich, war es dann doch ganz okay, würde ich sagen. Also kann man jetzt nicht viel dran aussetzen, würde ich sagen. Natürlich, besser geht immer und ich versuche mich stetig zu verbessern. Auch da, wenn ihr Tipps habt, natürlich gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ich fand's ganz cool, weil es gab vorne eine Gruppe, die sich gebattelt hat, es gab hinten eine Gruppe, es gab in der Mitte eine Gruppe. Und wenn ein paar Leute weniger Fehler vielleicht gemacht hätten, hätte es vielleicht auch noch mehr gegeben. Also schade ist halt, dass sich nur die paar Leute weggedreht haben. Auch Max, der eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat zum Beispiel, oder auch Bolvron mit dem Bentley. Ist ein bisschen schade natürlich, weil da hätten sich auch durchaus mehr Battles ergeben können, denke ich. Aber so ist es nun mal. Und ich würde es halt eben schade finden, wenn diese Liga jetzt zu Ende geht, weil da ein paar Ungereimtheiten sind, beziehungsweise halt ein paar Leute einfach, wie soll ich sagen, keinen Respekt gegenüber der Arbeit von anderen haben, so ein bisschen. Wobei ich möchte, es ist natürlich, Kritik ist immer irgendwo angebracht, auch alles konstruktive Kritik ist immer irgendwo angebracht, das macht schon Sinn, aber halt immer mit Maß und Ziel, man muss ja nicht immer übers Ziel hinaus steuern. Und es gibt halt einfach so ein paar Leute, die so, bei uns würde man sagen, E-Tipfelreiter sind, also entsprechend die Leute, die wirklich auf Punkt und Komma auch das Wort genau, alles immer genau nehmen und es muss immer alles genau und es muss immer genau ausgelegt sein und so. Also man kann es auch übertreiben mit Regeln. Ein paar Regeln machen schon Sinn, aber man kann es auch übertreiben. Und ich finde es halt schade, dass man da so intern auch so ein bisschen, ja, sich nicht einig ist und dann entsprechend in die Diskussion geht und die halt dann echt, ja, irgendwie quasi, dass man Leute einfach als Idioten abstempelt oder halt als unfähig, weil sie keine 60 Minuten fahren wollen. Ich meine, in der LFM fährst du halt in der Rookie-Liga auch nur 20 Minuten Rennen. Das ist halt schon wenig, aber irgendwie auch genug, um entsprechend Action reinzubringen. Und wenn die Leute halt dann abgeschreckt werden durch sowas und es entsprechend wenig Leute gibt, die mitfahren wollen, finde ich das sehr schade, weil man könnte da cooles Racing machen. Es könnte sich viel Cooles ergeben, aber halt mit 4 Leuten oder mit 5 Leuten fahre ich dann auch kein Rennen. Das ist halt dann auch irgendwie langweilig, muss man sagen. Da orientiere ich mich dann vielleicht woanders hin, vielleicht mal in einer anderen Liga teilnehmen. Ich mag das ACC fahren, ich habe richtig Spaß dabei, wenn es denn funktioniert und wenn man entsprechend auch so ein bisschen reinkommt in den Flow, sage ich mal, macht auf jeden Fall Spaß und ich mag es auch eben, die Strecken lernen. Ich glaube, so an sich Bremspunkte und so Linienwahl ist relativ schnell in meinem Kopf drin, nur das Umsetzen ist da manchmal schwer, weil der Wagen auch nicht immer das macht, was man will. Also ja, es ist definitiv Verbesserungspotenzial da, aber ich habe Spaß, es macht Spaß und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Liga weitergeht, das würde mich auf jeden Fall freuen, vielleicht auch mit der einen oder anderen Anpassung, vielleicht, dass man da einen Kompromiss findet, damit entsprechend alle irgendwie zufrieden sind, sage ich mal, in die Richtung. Ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach schade, ich würde es halt schade finden, wenn es aus ist, weil ich mir eben denke, es gibt ja Leute, die dahinter sind, die da wirklich Spaß dran haben, die sagen, ich mache das gerne in meiner Freizeit, ich opfere da meine Zeit, ich kümmere mich darum, dass ihr da was zum Racen habt, dass ihr Spaß habt und das finde ich halt schade, wenn diese Arbeit einfach nicht gewürdigt wird, deswegen ja, leider, man kann es nicht anders sagen, ich finde es schade, wie gesagt, also Crash Dingens gibt sich hier wirklich viel Mühe und auch die anderen Leute natürlich, die hier in der Orga sitzen. Und wenn dann andere Leute aber wieder hingehen und sagen, yo, du möchtest keine 60 Minuten fahren, was bist du für ein Rookie, finde ich halt ein bisschen, ja, ungut, ehrlich gesagt. Aber gut, genug darüber gequatscht, lassen wir es gut sein an der Stelle.
Ich hoffe trotzdem, es geht weiter. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall ACC dranbleiben. Ich habe richtig Bock drauf. Ich werde mir auch irgendwie was mit dem Simrig überlegen. Da werde ich in den nächsten Videos, glaube ich, was einbauen in die Richtung. So einen kleinen Teil, damit ihr mir da auch ein bisschen helfen könnt vielleicht. Oder wenn ihr Ideen habt, da würde mich das freuen. Und ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.